Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mal ein Set, das mir zugeschickt wurde vom lieben Kevin. Und zwar habe ich hier XL Keifel und XL Pelipper am Start. Und ich bin sehr gespannt, was er damit reißen konnte. By the way, es sind zwei Sets. Die Reihenfolge, in der mir das geschickt wurde, war ein bisschen vertauscht. Das heißt, das Set hier kenne ich noch gar nicht und das zweite, was danach kommt, hatte ich schon durchkommentiert, bis ich gesehen habe, dass er hier auf Rang 11 ist und bei dem anderen auf Rang 12. Weshalb da das Commentary vielleicht ein bisschen anders ist, weil ich da nicht mehr so überrascht bin, was da so auf mich zukommt. Aber auch nur, weil ich halt die Kämpfe kenne. So, gut abgefangen. War zwar vom Timing her jetzt nicht optimal, aber es hat ja dennoch funktioniert. Der Gegner hat ja eingesetzt, was klasse ist. So eine Aqua-Haubitze, die bekommt man gerne hier drauf ab. Der Wechsel tut weh. Der Wechsel tut jetzt weh. Das ist eine extrem fette Antwort. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das überlebst, wenn du das durchlässt. Das wiederum bedeutet... Oder überlebst du es doch? Ach krass. Krass. Hey, Trombok. By the way, kleiner Spoiler. Das passiert im zweiten Set extrem oft. Wie häufig dieses Ding einfach mit einem KP überlebt, ist der reine Wahnsinn. Und natürlich hier... Die ganz normalen Serverprobleme, die man kennt und nicht liebt. Ah, immer wieder nice. Immer wieder nice. Das kann man hier getrost durchlassen. Aber ich glaube, runterfarmen könnte schmerzhaft werden. Man kann es natürlich versuchen oder du setzt ein. Top, nicht dich in einem Gleichstand erwischen lassen ist wichtig, denn ich glaube, Rex Blazer hätte den sonst gewonnen. Hier mit Energie rauszukommen, ist schmackhaft. Die nächste Aqua-Hobitze abzufangen wäre ebenfalls geil. Okay, du sitzt ein. Die Frage ist, was der Gegner jetzt macht. Er könnte sich noch ein bisschen Energie holen, wenn er weiß, wie viel Energie du hast. Oder er setzt ein. Hey, abfangen wäre gut. Und diesmal hat es perfekt funktioniert. Sehr schön. Die Haubitze hier drauf, die tut gut. Das nimmt man, da muss man wenigstens nicht schilden. Das ist doch eine sehr, sehr gelungene Kiste jetzt gerade. Und eine Fee. Okay. Ja, man ist später... Sehr effektiv mit den Sofortattacken. Das Timing war jetzt hier nicht optimal, ist bei mir aber auch gefühlt nie. Von daher, alles gut. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, müsste man bei 2er gegen 3er, glaube ich, bei 1, 4 und 3 einsetzen. Was laber ich denn? Bei 1, 4 und 7, 1, 4 und 3. Klar, moin Meister, wer kennt's nicht? Ah, okay. Ja, der Gegner wird schon Druck machen und ich glaube... Es könnte fast danach aussehen, dass du hier mit Schilden das Ding wahrscheinlich verlierst. Ich glaube, er kann dich komplett runterfarmen. Ich möchte aber jetzt noch nichts spoilern. Es sieht bitte noch einen Boost. Oh mein Gott. Okay, ja, okay. Der charmt dich jetzt einfach sowas von weg. Der charmt dich einfach sowas von weg, mein Freund. Es ist schmerzhaft, jetzt runtergefarmt zu werden, aber ich denke nicht, dass das hier noch was wird und bam, das war's. Ja, okay. Charm nach dem Boost ist halt schmerzhaft, ne? Charm an sich schmerzt so schon, aber jetzt nach dem Boost ist es jetzt nicht optimal. Den Kampf mit einer Niederlage zu starten, so ein Set ist auch immer für die Motivation ein bisschen doof. Aber einfach nicht unterkriegen lassen und ich bin gespannt. Sehr, sehr gespannt, was du hier noch reißen kannst. Und welche Führungen erwarten uns? Hast du auch mal eine gute? Woher kommt dieses Sumpex? Muss man einfach irgendwie Pflanze in der Führung spielen? Ist das gerade notwendig? Okay, du gehst hier, glaube ich, immer ein zu früh raus, oder? Funktioniert hat das jetzt trotzdem mit dem Abfang, aber wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, bist du bei 4 raus und nicht bei 5. Hätte auch in die Hose gehen können. Ey, das tut weh. Das tut weh. Man darf das aber auch nicht unterschätzen, denn Trombok mit einem kleinen Energievorteil ist sehr stark, da jetzt hier Samenbomben schon Schaden zufügen. Dieses Relaxo hat jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit, mit Ladeattacken irgendwas zu reißen. Die Resistenz ist am Start. Klar, es könnte auch andere Attacken spielen. Ich kann so aus dem Kopf, glaube ich, sagen, das Pokémon hat den Ramboss noch, das Erdbeben, den Wutanfall und bestimmt noch ein paar andere Attacken. Also die... Oh, ein Schild zu bekommen ist schmackhaft. Die Möglichkeit... Dass Relaxo dort auch eine Attacke hat, die neutral ist, die besteht. Aber das empfohlene Moveset ist nun mal Body Slam und Kraftkoloss, was ich auch nachvollziehen kann. Das Ding ist halt zu stark.
Du musst hier nur aufpassen, ne? Ich hoffe, dass du keinen. Ah, das wäre doof, ne? Bitte bekomm keinen Kraftkoloss ab, der würde schmerzen. Lässt du es durch? Ich glaube, Schilden ist da gar nicht so schlecht. Was tust du? Ein Schild in allerletzter Sekunde und nur der Köder. Bitte farm komplett runter. Das ist schmackhaft. Das ist schmackhaft. Okay, das heißt, bei dem hier könnte man wieder versuchen abzufangen. Ah, wird leider nichts. Überlebst du einen Move? Ich würde es, glaube ich, nicht herausfinden wollen. Das ist gut. Das ist wichtig und richtig, mein Freund. So, du bekommst vielleicht ein Schild. Es wäre schon gar nicht so verkehrt. Wenn du jetzt die Energie des Gegners im Kopf hast, was ich in dem Fall nicht habe, könntest du versuchen, auf Pelipper rauszugehen. Du gehst direkt raus. Was kommt da jetzt rein? Er setzt nochmal ein. An sich, Schlammwoge ist sehr spicy und wird nicht häufig gespielt. Hat der Gegner diese? Nein, nur die Haubitze. Interessant. Ist das letzte Pokémon, das uns da erwartet, schwach dagegen? Sehen wir jetzt hier zufällig einen One-Shot? Sehen wir hier zufällig einen One-Shot? Komm schon, das Ding hält jetzt nicht unbedingt so viel aus und... Uff, weg mit dir, weg mit dir. Pelipper, die alte Maschine. Die alte Maschine, das ist geil. Die Haubitze überlebst du. Ich glaube aber, er kommt zu noch einer und ich hoffe, dass du diese überlebst. Gleichstände gewinnst du, es war keiner. Okay, an sich muss der Gegner hier gleich einsetzen. Wenn er es nicht tut, farmst du danach runter, falls er das überlebt. Ja? Okay. Und er muss einsetzen und er tut es auch. Ich hoffe mal, dass er keine zwei Attacken hat. Wenn er zwei Moves hat, könnte da gleich gegen Keifel noch eine Attacke kommen. Ansonsten. Ah, okay, du hast es überlebt. Schon wieder. Hey? Kevin, ich fasse es nicht. Deine Pokémon haben großes Interesse daran, mit einem KP für dich am Leben zu bleiben. Das ist Teamgeist. Die wollen nicht draufgehen. So ist geil. Okay. Haben wir jetzt die dritte Führung und das dritte Sumpex oder was wartet auf uns? Kannst du auch mal eine gute Führung haben? Was wäre jetzt eine gute Führung? Ja? Geht. Klar, Feuer ist stark dagegen und er spielt auch mit Feuerwirbel. An sich ist er seit dieser Season da ganz entspannt der Flügelschlag am Start. Aber so, Feuerwirbel ist nun mal sehr effektiv. Oh, nice, ein Schild direkt zu kriegen ist gut. Ah, der Wechsel. Ich hoffe, du wirst nicht bestraft. So an sich ist Pelipper deine erste und einzige richtige Antwort hiergegen. Keifel, ja, trifft neutral, aber das hier ist nun mal sehr, sehr effektiv. Und bam, zweiter Schild. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Die Drachenklaue macht jetzt nicht so viel. Die Lure-Kanonade könnten. Ich stelle mir schon vor, dass der das fast die Hälfte wegzieht, weil der Move einfach so krass ist. So, was kommt da jetzt rein? Giratina. Ja, okay. Da lohnt sich selbstverständlich nur der Orkan. Ich hoffe, dass das jetzt keine Antikraft ist. Mitgezählt habe ich tatsächlich nicht. Es ist nur die Drachenklaue, das ist wichtig. Wichtig und richtig, da kommt der Move. So, ich bin sehr gespannt. Keifel kann jetzt hier gleich noch ein bisschen was reißen. Wie viel darf Pelipper an Schaden verursachen? Giratina ist nun mal sehr, sehr defensiv. Kannst du schon raus? Nein, die Uhr ist noch nicht ready. Wirst du direkt rauskommen? Nein, er setzt nochmal ein. Ob sich hier ein Schild lohnt, ist, sei mal dahingestellt. Ich glaube aber nicht. Ein Schild mit nach Hause zu nehmen ist gut. Rausgehen, nicht runterfarmen, sehr nice. Sehr, sehr nice. So. Auch hier könnte der Gegner dir ein bisschen wehtun. Lohnt sich der Schild, du überlebst das nämlich. Auch wenn er jetzt rausgeht, hat man immer noch Energie für dieses Glurak. Das könnte aber schon fast in Richtung runterfahren gehen. So ein bisschen Energie zu holen ist da gar nicht hier so verkehrt. Und ich hoffe, dass du gegen Glurak nochmal eine Attacke schaffst. Die Möglichkeit besteht, dass es dich einfach runterfarmt. Das wäre ärgerlich. Ich hoffe, du kommst gegen das letzte Pokémon an. Bitte schaff noch einen Move. Es wäre ärgerlich. Perfekt. Perfekt. Hier die Energie einzusetzen ist klasse. Dann wieder mit Pelipper reinkommen, damit der Gegner einsetzen muss, da man die Feuerattacken resistiert. Krass. So, Trombork. Trombork? Ja, geht klar. Problematisch ist jetzt nur, dass der Gegner einen Energievorteil hat und auf jeden Fall einmal Samenbomben überlebt. Man könnte versuchen, den zweiten Move abzufangen, aber falls er dann nicht einsetzt, ist es sehr, sehr ärgerlich, weil man sich einfach in eine miese Situation begibt und der Gegner gegen dieses Pelipper wahrscheinlich problemlos ankommt und runterfarmen wird. Das hier wird knifflig.
Ich hoffe, dass du einen Move überlebst. Schön rausgegangen. Die Resistenz hier ist trotzdem zu doll. Das macht jetzt nicht allzu viel. Ja, vielleicht hätte man nochmal eine Sofortattacke abwarten können, aber ich drücke dir natürlich die Daumen. Und ich glaube, dass du einen Move überlebst. Die Frage ist, ob du die Attacke schaffst. Es sieht jetzt nicht mehr ganz danach aus. Vielleicht, wenn du direkt drin geblieben wärst. Aber so kommt er höchstwahrscheinlich gleich nochmal zu einem Move. Genau. Schade. Sehr, sehr ärgerlich. Das Abfangen mit Pelipper hat jetzt nicht zu 100% geklappt. Der Versuch, der war es aber wert. Egal. Das ist manchmal ein bisschen ärgerlich. Passiert aber nun mal, ne? Man weiß ja auch letztendlich nie, wann der Gegner einsetzt. Es gibt da auch Gegner, die setzen direkt die Attacke ein, wenn sie die haben. Dann kann man ein Overfarm, zwei Overfarm, drei Overfarm. Wenn man weiß, dass man den Gleichstand gewinnt, kann man auch nur im Gleichstand des Gegners einsetzen. Also es ist schon ziemlich schwierig, dort abzufangen. Ja, es gelingt natürlich, aber es kann knifflig sein. Das ist mal eine Führung von Anfang an gar nicht so verkehrt. Okay, bisschen Energie holen und schon auf Pelipper tippen. Ich glaube, das sah so aus, als wolltest du schon rausgehen. Das Spiel hat dich aber nicht gelassen. Ich denke dennoch, so eine Lurekanonade drückt dich schon ins Gelbe. Von dem Schaden, ja genau, das meinte ich auch vorhin. Das ist halt krass. Die Attacke wird zwar resistiert, dennoch haut die so viel, unfassbar viel Schaden raus. Crazy. Einmal Schilden runterfarmen, sollte man da machen, wenn man den Wechsel haben will. Und ich glaube, den willst du. Denn Keifel hat schon Bock, gegen dieses Togekiss zu kämpfen. Die Frage ist, womit kommst du jetzt rein? Was ist da dein Plan? Also an sich kann man hiermit viel rechnen und man rechnet hiermit. Okay, du hättest da noch eine Sofortattacke machen können, ist aber nicht tragisch. Wird er das durchlassen? Riecht er das? Oder landet der Move? Und, ist das geil. Ist das geil. Also man muss ja schon sagen, der Schaden war ziemlich nice. Jetzt mit Keifel rein Energie holen. Der Gegner braucht noch eine Zeit. Oh, schmackhaft. Hier vielleicht nochmal ein Schild ziehen, weil der Gegner sich denkt, boah, ich muss hier schilden. Ich will ja dieses Pokémon loswerden. Und dann antworten mit Trombok. Machst du noch eine Attacke, nein, du gehst direkt raus. Jetzt müssen wir hoffen, dass er keine Schlammwoge hat. So an sich, die Gleichstände hier zu gewinnen, ist schon mal sehr, sehr nice und kann später für die anderen Matchups wichtig werden. Du überlebst, glaube ich, aber auch keine zwei Aquawitzen, oder? Das Ding ist ein Krypto. Wie viel Schaden darf das verursachen? Ich bin da sehr gespannt. Erdbeben? Okay, damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Aber er ist, glaube ich, ein vor dir dran. Ja, hier könnte sich ein Schild rentieren. Dann würde ich aber auch darauf achten, ein bisschen mehr Energie zu holen. Oder wirst du direkt einsetzen? Du setzt direkt ein. Alles klar. Du willst das Ding einfach nur loswerden. Ich hoffe, du hast Togekiss jetzt nicht die Möglichkeit gegeben, sich zu viel Energie zu holen. Weil ein Flammenwurf könnte später auch wehtun. Machst du hier genug Druck? Da, die Samenbomben. Einfach mit einem resistierten Move zu gewinnen, ist natürlich immer nice und voll mein Geschmack. Das habe ich gern. Das habe ich sehr, sehr gern. Dort einfach mit resistierten Attacken das gegnerische Pokémon niederzustrecken, ist immer gut. Das macht Spaß, das macht Freude und why not? Warum eigentlich nicht? So will man das Ganze. Jetzt müssen wir mal schauen, wie der nächste Kampf aussieht. An sich ist das jetzt der Matchball. Dieser Kampf wird einfach entscheiden, ob das ganze Set positiv war oder nicht und ich bin sehr gespannt. Nochmal ein Sumpex oder was erwartet uns hier in der Führung? Zeig mal her. Kaiore? Es ist... Da ist es! Shiny! Okay, sehr spannend. So an sich, der Gegner startet, glaube ich, so verzögert, ne? So wie das aussah, sah das aus, als wäre er ein bisschen zu spät dran. Aber ist auch vollkommen okay. Was wird das hier sein? Oh, dir einen Donner drücken wäre schon geil, ne? Diesen Pelipper einen Donner zu drücken, das wäre schon sehr, sehr schmackhaft. Hier in der Hyperliga hält das nicht viel aus. Das macht unheimlich viel Schaden. Lässt das durch, dann ist er weg. Ja, moin Meister. Weg mit dir. Zu geil. Einfach wichtig und richtig. Das Ding ist nun mal ein Meisterliga-Pokémon.
Das wiederum bedeutet, da sich das Ding noch richtig, richtig hoch pushen lässt, hat es jetzt hier das volle Potenzial noch nicht erreicht. Weshalb das natürlich so viel Schaden gefressen hat. Schade, dass du hier keine Attacke mehr schaffst. Trombok hat dennoch Lust, gegen dich zu kämpfen, durch die sehr effektiven Sofortattacken. Da kann man mit Geist schon schön was starten. Ja, einmal schilden sollte man gleich trotzdem. Der Gegner hat nämlich, wenn er das hier schildert, die Möglichkeit selber mit einem Spukball anzugreifen. Und Holy Macaroni, den will man nicht abbekommen. Das heißt, ja okay, er schildert, ich will auf jeden Fall auch schilden. Du hast noch... Oh, er geht raus. Er geht raus, aber dir einfach einen Spukball zu drücken wird schon geil. Das wird schon gut tun. Die Attacke ebenfalls schilden, ansonsten besiegt dich der nächste Charm. Ja, oder vielleicht auch der übernächste. Das hier würde zwar resistiert werden, würde aber dennoch wehtun. Hätte, hätte, würde. Irgendwie so in die Richtung geht das hier schon wieder. Okay, wie viel Schaden macht das? Ja, das ist nice. Ah, okay, ich verstehe. Einfach hier nochmal raus, damit man da keinen Move mehr abbekommt. Und jetzt ganz entspannt die Attacke einsetzen und das war's an der Stelle. Okay, nice. Das erste Set, schon mal positiv, kann man auf jeden Fall mal machen, ist sehr, sehr schön gewesen. Beide Pokémon an sich gefallen mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, Trombok braucht man nicht erwähnen, ist immer top. Spiele ich in der Superliga, gerne auch in der Hyperliga, weshalb mir das hier natürlich ebenfalls sehr, sehr gut gefallen hat. Dazu Keifel XL. Ey, es hat schon was. Es hat schon was. Die Sofortattacken sind cool. Es ist jetzt, es ist ordentlich spammy. Und ansonsten ist halt wie Mamutel. Hat dieselben Matchups, dieselben Schwächen, dieselben Stärken. Es ist ein Hyperliga-Mamutel. Ich würde das normale Mamutel jetzt halt nicht empfehlen, da die Entwicklung nicht für diese Liga gebaut ist. Das volle Potenzial kann das Pokémon erst in der Meisterliga entfachen, weil man es da aufs Maximale pushen kann. Hier sind die Sofortattacken sehr, sehr effektiv. Ich finde es aber mal sehr spannend, so ein Yan Mega zu sehen. Gleichstände verliert man, darf man nicht unterschätzen. Yan Mega ist halt... Es ist nicht schlecht, es sieht auch ziemlich cool aus, wie ich finde. Das Moveset ist jetzt nicht das schlechteste und mit Flügelschlag hat man dadurch schon mal was sehr, sehr Feines. Und ich habe jetzt hier nochmal ein, zwei Tage mit dem Kommentieren gewartet. Jetzt habe ich vielleicht die eine oder andere Stelle aus diesem Set schon vergessen, die ich ja schon mal kommentiert hatte, bis ich gesehen hatte, dass das andere chronologisch vorher passiert ist, weshalb ich das alles nochmal nachkommentiert habe und mein Commentary jetzt dementsprechend anpasse. Kobalium. Es ist stark, ich finde es aber sehr, sehr spannend, dass der Gegner das hier mit der falschen Sofortattacke spielt, denn Kobalium ist erst wirklich brauchbar durch den Doppelkick. Darf man an der Stelle nicht unterschätzen, dass es halt so viel schlechter ist mit Metallklaue. Eventuell gibt es ja irgendwann mal ein Attacken-Update, welches das Pokémon stärker macht oder beziehungsweise alle Pokémon, die Metallklaue nutzen, denn da fällt mir so ganz spontan Stolunia und Stolrak ein. Die beiden könnten mit einer perfekten oder mit einer besseren Sofortattacke schon cooler sein. Stolrak hat auch den Body Slam und wenn Metallclaw ein bisschen mehr Energie generiert, wird das ebenfalls sehr spammy und das könnte cool werden. Da muss man raus. Da willst du natürlich nicht drinstecken. Und eigentlich hat das Pokémon doch Elektro-Sofortattacken und Kevin, das hier war jetzt nicht das Beste. Dort den Orkan einzusetzen, der wird nämlich durch den Elektrotypen resistiert. Doppelmeteorologe wäre energieeffizienter und auch ein bisschen praktischer. Da du hier eh ein Schild bekommen hast, wäre das gut gewesen. Du hättest nämlich noch eine Attacke rausgekriegt. So, das Keifel hat hier ein ganz, ganz nettes Matchup. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Attacken es drauf hat. Trombok gegen das Ding mit Flügelschlag. Kann das eine Flugattacke? Ich glaube... Wenn ich das richtig im Kopf habe, müsste das auch Aeroas beherrschen. Setzt es das ein? Nein, natürlich nicht. Okay, guter Call. Aeroas hätte wehgetan. Wenn man jetzt mal in Betracht zieht, wie schmerzhaft eigentlich so eine Antikraft war, würde der effektive Move da schon, glaube ich, drücken. Ich bin mir nicht sicher. Wie hoch ist denn der Angriffswert von Yan Mega? Ei, okay, der Move wird halt hart resistiert. Ist aber nicht schlimm, du kannst dich jetzt hier drauf gehen lassen und runterfahren und dann drüben einfach einsetzen. Der Move wird halt sehr krass resistiert durch beide Typen, Käfer und Pflanze. Nicht Käfer. Doch Käfer und Flug resistieren halt den Move. Das Gute ist, dass dieses Voltolos hier auf jeden Fall draufgehen sollte. Da es jetzt nicht unbedingt für die Hyperliga gebaut ist, müsste der Schaden hier auf jeden Fall ausreichen und Keifel darf den Win nach Hause holen. Sehr, sehr interessant. Und ja, du nimmst noch auf, brauchst du nicht nachschauen, alles easy. Alles easy, aber es gefällt mir, ne?
Das war jetzt gar nicht so verkehrt, auch spannend hier mal Legendäre zu sehen. Du könntest theoretisch auch mit deinem Team in dem Primärcup kämpfen, denn du selbst nutzt keine Legendären, du hast jetzt halt nur die Chance gegen Legendäre bei den Gegnern zu kämpfen. Von daher muss man da mal abwägen, ob es vielleicht vorteilhaft wäre, die Liga zu wechseln, aber du bist natürlich nicht so schlecht gegen die gewissen Legendären aufgestellt, weshalb das klar geht. Sumpex, hey, das hatten wir im ersten Set schon, regelmäßig Sumpex in der Führung und auch hier. Das Abfangen kann man versuchen und es klappte perfekt. Das waren jetzt auch, glaube ich, 5, ne? Ich habe jetzt nicht 100% mitgezählt, aber ich habe jetzt auf deine Lawine geachtet und du hattest sie noch nicht ready und die hat man bei 6. Diesmal war es mit dem Abfang top. Hey, du kriegst auf jeden Fall ein Schild. Entweder kriegst du ein Schild und massiven Schaden. Nicht und. Oder Schild oder Schaden. Das Gute ist, die Drachenklaue kann man durchlassen. Den Spukball wirst du auf jeden Fall erreichen. Entweder Schaden oder ein Schild. Die Frage ist nur immer, wofür sich der Gegner entscheidet. So ein Spukball vom Trombok, der tut weh. Den darf man nicht unterschätzen. Uff, kannst du runterfarmen? Kannst du farmen oder setzt er ein? Boah, du hast dir den Wechsel auch noch geholt. Sehr, sehr schmackhaft. Jetzt hast du mit einem KP überlebt. Nice. Ein Schild kriegst du auch noch. Oder hier wieder fetten Schaden. Trombok ist gerade wirklich extrem krass unterwegs. Wirklich, wirklich krass unterwegs. Wechsel geholt, Schild geholt. Jetzt kann wirklich entspannt Pelipper rein und das Ding trifft dann nur auf Resistenzen, es sei denn der Gegner greift mit Schlammwoge an. Ich persönlich wäre jetzt hier nicht mit reingekommen, irgendwie lohnt sich das nicht, weil wenn er jetzt irgendwas hat, das Pelipper auskontert, kannst du Pech haben und bist in diesem Matchup dann gefangen. Okay, interessant. Der Gegner setzt jetzt trotzdem noch ein. Ist es vielleicht die Schlammwoge? Ich glaube, ich wäre direkt mit Pelipper. Der Wechsel, den du dir geholt hast, den hast du jetzt durch dein eigenes Wechseln wieder verspielt quasi. Das heißt, wenn da nochmal irgendwas Nerviges gewesen wäre, hätte Pelipper einfach draufgehen können. Okay, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Die Frage ist, wirst du hier überhaupt noch was reißen können oder macht er zu viel Schaden mit Charm? Ich glaube, er wird dich einfach wegcharmen und deine Schilde bringen dir hier leider auch nichts. Das Timing der Sofortattacken ist jetzt nicht optimal, aber hey, wem erzähle ich das? Ich glaube, dass gerade ich nicht über perfektes Attackentiming sprechen darf, wenn ich es selber nicht berücksichtige. Leider wirst du hier mit deinen Schilden, glaube ich, draufgehen oder kannst du hier noch genug Schaden verursachen. Du musst jetzt hier einmal schilden. Sumpex wird heavy. Wirst du das Ding los? Es hat Restenergie. Die Frage ist, wie viel? Hat es 2 Attacken ready oder nicht? Du hättest... okay, Timing war wieder ein bisschen doof. Aber nicht schlimm, du willst halt die Extra-Energie. Ich verstehe, was dein Plan ist. Jetzt musst du halt noch einen Move schaffen. Und es sieht doch gut aus, oder? Der Gegner hat nicht genug Energie und perfekt. Keifel darf das Ding nach Hause holen. Ich hatte jetzt schon die Sorge, dass du einfach in Richtung weggecharmt wirst, so. Aber es hat ja alles funktioniert, von daher alles cool. Alles cool. Es wäre halt mies gewesen, wenn der Gegner da nochmal einen Voltula oder ein anderes Elektro-Pokémon gehabt hätte, weil da wäre Keifel sehr, sehr gut gewesen. Und wenn du dann den Wechsel aufgibst und mit Keifel gegen Sumpex reinkommst und dann rausgehst, kannst du halt Pech haben, dass dein Pelipper extrem zerstört wird. Da es aber nicht der Fall war, ist es natürlich trotzdem nochmal gut gegangen. Aber es wäre halt verspielt gewesen. Den Wechsel geholt mit Trombok, aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Ihr wisst es, glaube ich. Ja, du nimmst immer noch auf. Alles easy. Alles easy. Ich bin gespannt. Was kommt als nächstes? Das Gute ist, dass ich selber nicht mehr genau weiß, was da reinkommt. Schon wieder das Ding. Okay, es ist crazy. Es ist extrem crazy. Aber okay, vom Timing her bist du eine Attacke zu früh rausgegangen. Du bist bei 4 rausgegangen und der hat die Attacke bei 5, die Aqua-Obitze. Weshalb das etwas schwierig ist, aber Arktos ist natürlich eine nervige Antwort gegen dich. Schön, dass er das durchlässt. Das ermöglicht dir viel Spielraum. Jetzt ist halt die Frage, wirst du das überleben oder wirst du schilden? Ich hatte ja vorhin schon am Anfang des Videos erwähnt, dass das Ding hier oft mit einem KP überlebt und auch hier wieder. Dieses Trombok steht einfach extrem, extrem hinter seinem Trainer, versucht das Beste rauszuholen und überlebt alles mit einem KP. Es ist einfach nur zu schön. Es würde sogar vom Zug springen, nur für dich. Merk es dir. Sei gut zu deinem Trombok, es gibt einfach alles. Hier wirst du das Ding jetzt besiegen, es sei denn, er schildert, tut es nicht perfekt.
Sumpex hat Restenergie. Gelingt dir das Abfangen leider nicht. Okay. Ein Schild musst du investieren. Falls du vorhin mitgezählt hast, kannst du versuchen abzufangen. Viel Energie kannst du dir aber nicht holen und da ist die nächste. Okay. Wer einmal schildert, den glaubt man nicht, auch wenn er dann einen zweiten Schild bricht. Okidoki. Es ist halt extrem tricky und die Frage ist, wirst du jetzt auch mal ein Schild bekommen? Das ist eigentlich ein Matchup, in dem man nicht drin sein will. Man hätte von vornherein rausgehen müssen, nachdem dieses Sumpex zurückgekommen ist. Ich hoffe, jetzt kannst du was reißen. Es wird schwer für dich, aber das hier ist gar nicht so schlecht. Man darf halt nicht unterschätzen, wie viel Schaden das Teil jetzt raushaut. Das wird sehr, sehr unangenehm für dich. Denn das ist neutral und Pinipa hält nicht viel aus. Guckt euch das an. Auch in der Hyperliga hält das leider nicht so viel aus. Es ist trotzdem ein wirklich, wirklich cooles Pokémon. Und sobald ich selber genug XL-Bonbons habe, werde ich dieses Pokémon auch pushen, damit mir das ebenfalls zur Verfügung steht. Hey Leute, ich brauche mal auch euer Feedback. Ich bin mir nicht sicher. Soll ich zwischendurch noch Sets von euch nehmen? Dann werde ich das aber nicht so wie früher machen, sondern diese Sets im Hochformat nehmen. Ich hoffe, das ist jetzt... Das sieht gut aus, so wie es jetzt ist, weil auf dem Bildschirm, wie ich das hier gerade kommentiere, ist das ein bisschen klein, aber ich denke, das geht eigentlich. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nur nicht, ob ich das dann weiter so mache. Habt ihr Interesse daran, dass ich häufiger mal wieder Sets von euch spiele? Dann möchte ich aber nicht irgendein, keine Ahnung, Set, wo ihr mal ein 3-2 oder ein 4-1 geholt habt und euch denkt, hey, das ist etwas, womit ich flexen möchte. Ich würde dann selber gerne Pokémon zeigen, die ich selber nicht zur Verfügung habe. Von daher einfach mal schauen. Ich bin mir noch nicht sicher, aber vielleicht ziehe ich das in Erwägung, dann häufiger wieder Sets nachzukommentieren. Aber wie gesagt, dann im Hochformat am besten, dann erspare ich mir diese Arbeit von diesem Bearbeiten an der Seite. Das Nette ist halt, dass die Führung top war. Gegen Skorgro spielt man wirklich, wirklich sehr, sehr gerne. Muss man ja mal zugeben. Skorgro ist mit beiden Typen nun mal schwach gegen Eis, weshalb Keifel das feiert. Kann Hariyama eigentlich eine Kampfattacke? Eine Gesteinsattacke? Häufig haben ja auch die Kampf-Pokémon eine Coverage gegen Flug in Form von Donnerblitz oder auch Eis oder Gestein, weswegen ich jetzt gar nicht so sicher bin, ob Hariyama auch irgendwas hätte, was dort wirklich gut wäre. Hey, den Gleichstand zu verlieren ist hier sehr, sehr ärgerlich, aber wenn man den Wechsel haben möchte, sollte man hier schon schilden. Denn Tromborg hat jetzt nicht unbedingt Bock, gegen so ein vollgeladenes Skorgro zu kämpfen. Das könnte dann im Nachhinein vielleicht nochmal potenziell sehr, sehr gefährlich werden. So, den Wechsel hat man. Gegen Skorgro noch einen Meteorologen würde natürlich auch schmecken, falls er damit reinkommt. Er hat aber auch einen Nachtdieb definitiv ready. Und was ist das? Ein Gengar. Das Ding ist nicht tanky. Es wird extrem zerstört. Lässt er das durch? Ich bin gespannt, ob das macht viel, ne? Holy. Das ist ein Meteorologe, der normalerweise nicht dafür bekannt ist, ordentlich Schaden rauszuhauen. Man könnte jetzt Spice-mäßig mit Tromborg reinkommen, damit der Gegner Energie ausgibt. Oder in Keifel. Nein, du gehst in Tromborg. Ich verstehe. Alles klar. Einfach durchlassen und danach die Action mit Keifel machen. Das sieht klasse aus. Ah, okay, du wirst zerstört. Tromborg wird jetzt komplett zerstört, ist aber nicht tragisch. Das mit dem Runterfarmen passt perfekt. Einfach zwei Attacken erreichen und dann war es auch mit diesem geflügelten Kollegen hier. Das kann das nämlich nicht überleben. Warum auch? Warum auch? Die nächste Attacke erreichst du sehr, sehr schnell. Einfach nur das Erdbeben schilden und dann ist man dort schon auf der sicheren Seite. Hier den Schild nutzen. Ich glaube, wenn er ködert, wird er trotzdem die Attacke nicht mehr schaffen, weshalb das hier ordentlich reinzimmert. Bam. Schilden, zack, Move erreichen und das war's. Beide Typen, wie gesagt, schwach gegen Eis. Also, hier gehen mindestens ein paar Skorgros drauf. 3, 4, 5, 6, 7, 8 bestimmt. Bestimmt, würde ich mal so schätzen, ne? Gefühlt. Alles klar. Oh, okay, jetzt kommt der letzte Kampf. Du bist aktuell bei einem 3 zu 1. Kannst du hier noch ein 4 zu 1 draus machen oder wird es das 3 zu 2? Ich bin gespannt. Was haben wir in der Führung? Wir hatten noch schon lange keinen Sumpex mehr. Dachte sich der Gegner auch und will die ganzen Sumpex-Pokémon auskontern mit seinem Bisaflörchen. Interessant. So,
Führung ist interessant jetzt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wer die Gleichstände gewinnt. Wer geht raus? Oh, er fängt ab. Er fängt auf Barrikadax ab. Interessant. Sehr, sehr interessant. Pelipper könnte hier wirklich nett werden. Oder willst du hier drin bleiben? Nein, du gehst raus. Das ist gut. So ein Nachthieb kann man da problemlos überleben. Das ist jetzt nicht so, als würde er da ordentlich Schaden zufügen. Den gleich durchlassen und runterfarmen. Ich glaube, das klingt nach einem schmackhaften Plan. Ich würde mir jetzt einfach mal anschauen, wie viel so ein Nachthieb macht und dann in Erwägung ziehen, hey, weißt du was? Eigentlich kann man da noch einen überleben. Ja, okay, Pelipper wird trotzdem hart getroffen. Wenn du jetzt mitzählst, kannst du das gut timen. Ich hätte noch eine Attacke gemacht, damit du ihn wieder im Gleichstand erwischt, damit du halt das Maximale an der Energie rausholst. Aber so ist das auch okay. Du holst dir auf jeden Fall den Wechsel und das ist, glaube ich, das, was man machen möchte. Später gegen Trombok, gegen Bisaflor kann Trombok ebenfalls was reißen. Die Frage ist, was jetzt passiert. Er setzt ein. Er holt sich hier noch mehr Energie. Und er weiß, glaube ich, dass er den Gleichstand verliert. Ich bin mir nicht sicher, er hat nämlich eine Attacke vorher eingesetzt. Jetzt wird halt spannend. Kommst du mit Trombok rein oder mit deinem anderen Pokémon? Du wirst hier auch sehr effektiv getroffen. Ich glaube, ich wäre in Trombok rein. Denn mit Trombok hat man da auf jeden Fall die Möglichkeit, eine Attacke zu überleben. Hier muss man schon schilden. Was wartet da noch? Ein Gyarados. Okay. Es könnte hier noch sehr spannend werden. Gyarados trifft einem mit dem Knirscher schon effektiv, das tut weh und da hat man nicht unbedingt Bock drauf, weshalb ich erstmal schauen muss, okay, es geht eigentlich. Du schaffst leider keine zwei Attacken und er farmt dich einfach runter. Er wird dich jetzt einfach runterfarmen. Interessant. Wirst du jetzt die Quittung dafür bekommen, dass du bei Keifel drüben geschildert hast? Oder was genau passiert hier? Oh, dieses Trombok, ne? Es ist einfach das Pokémon, welches hier mit wenig KP immer überleben möchte, um die Attacken rauszuhauen. Das Nette ist ja, dass dieses Gyarados ein Meisterliga-Pokémon ist. Weshalb das hier auf jeden Fall drauf geht. Schön, dass es diesen Nassschweif nicht eingesetzt hat. Ich weiß nicht, ob es den nicht ready hat oder ob er sich noch mehr Energie holen wollte. Gut ist, dass Bisaflor keine zwei Attacken mehr schafft. Da kommt dein Move und das war's an der Stelle. Okay, Mister, das sieht gut aus. Schön gespielt, Kevin. Sehr, sehr schön gespielt. Mir haben die zwei oder die drei echt gut gefallen. Keifel XL finde ich cool. Ich glaube aber, nach diesem Set würde ich es mir nicht unbedingt selber pushen. Pelipper finde ich da ein bisschen spannender, aber das hält mir ein wenig zu wenig aus. Hey, gerne mal dein Feedback in die Kommentare. Wie fandest du das Set? Wie fandest du, hat Kevin es gespielt? Und ansonsten, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Hau rein und ciao.